Hey, Alex, Alex, Hm? hast du sie gefunden? Na? Ein Walnuss! Hey, geil! Ja! Nice! Cool. Hey und willkommen zur dritten Folge von Minecraft Live. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, dass ich im Offscreen beim Bauen da durch die Höhle geflogen bin, beim Abbauen. Da mitten in der Lava gelandet bin, dann habe ich kein einziges Werkzeug gehabt und ich habe nichts craften dürfen, beziehungsweise ich kann es gar nicht craften. Und jetzt habe ich die Hacke von ihm ausgeliehen, habe ihn da mit der Hand ein bisschen mal dumm gebaut und habe es jetzt auch noch, ja, ist ein bisschen Chaos da, versuchen, geschafft, meinen Kraftstall unten anzufinden, sieht man hier. Und ja, jetzt werde ich den jetzt abbauen, hoffentlich kriegen wir ein Items zurück. Ja. Falsch gemacht. Ne? Da ist alles voller Lava natürlich. Hat's. Und da, ja, geil, Gott sei Dank. Eben schon gedacht. Wir dürfen da jetzt mit der Hand wieder bergauf fahren. Ja, man sieht ja, was ich alles mitgehabt habe. War ziemlich früh eigentlich. Aber vor allem das ist sehr wichtig. Und jetzt kann es wieder weitergehen. So. Jetzt craften wir. Die Nightshade-Tume, also wo man zwar schwarze Blätter, eine Purple, ein Purple Blatt, das sind jetzt drei schwarze Blätter, ja. Und ein graues Blatt. Damit sieht man, wenn man drauf hat, dass der Rest die Nightshade-Tume herauskommt. Jetzt will noch ein Seed eine haben, dann ist sie fertig. Und jetzt für die Restkultur ist das Rezept automatisch drin. Das heißt, ich brauche das Rezept mit Pump-Up eingeben. Und wir stellen gerade einen Stack davon her. Als Vorrat. Jetzt brauchen wir nur noch eine. So, jetzt haben wir 64. Da nice. Kriegst du mal die Hälfte. Und die setzen wir da drin an. Und warum setzt du die an? Setzen wir an, damit wir einen Mana kriegen. Egal wo. Ja, wo da. Oh, ich schieß schon. So. Da kriegst du mal das magische Stab. Und wie man sieht, gehen die. Wir generieren die Nachtpflanzen-Mana. Die gehen in den Mana-Spreader, die was da oben sind, in die Ecken hinein. Und das bündelt das Mana dann in unseren Mana-Pool. Und der füllt sie dann auf mit Mana. Da oben ist auch ein Mana-Spreader. Ja, den leite ich mal um und da zum Runik-Altar. Aber jetzt brauchen wir das nicht, deswegen leitet das Mana wieder ins Mana-Pool. Deswegen schießt das Mana über. Aber ich kann dann eh, hoppa, den Mana-Star, da alles leiten in Mana-Pool ein. Mit dem Stab kann man die Position ändern, wo der Mana-Strahl hinschießt. Und dann verwirren wir, dass das Mana in den Pool wird. Und wenn man dann Mana auf den Runik-Altar leitet, kann man Runen machen. Mit den Runen kann man dann wieder weiter craften. Zweiter. Und die Nightshade-Pflanzen halten 3 Tage lang. Also man setzt sie auf einen bestimmten Soil-Block, dann bleiben sie für immer. Aber das Item kriegt ist sehr selten und man bekommt es auch, wenn man einen starken Boss besiegt, mit einer Wahrscheinlichkeit. Aber dafür brauchen wir noch Terra-Steel. Aber dazu kommen wir später noch einmal. Und ja, da haben wir jetzt Weizenfarmen angelegt, damit wir Seeds kriegen. Mit den Seeds können wir, wie wir schon gesagt haben, die Nachtblume machen. Und Potato Seeds. Also, die Rocklers haben da Kartoffelfarm.
Damit füttern wir uns später unsere Gourmetpflanze, die dann durch Essen Mana generiert. Und jetzt will ich noch eine weitere Rune craften. Dafür brauchen wir einen Slime Ball. Und den bekommen wir mit einer Fischfalle. Bekommen einen Jellyfish. Und der Fischball muss in einem 5x5 Wasser sitzen. Und wir brauchen dafür Fischköder. Und mit den Fischköder bekommen wir einen Fisch. Einen von 32 verschiedenen. Und ich nehme wieder ein paar Fische außer. Alles geil. Und alles nur mal 3 Fische. Ja. Ja, da. 3 Fische. Ja. Und eine Schnur. Ah, ja. Aber ist wurscht. Und jetzt craft ein Fischköder. So wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Fischtrap Bait, ne? Ja. Und dann da ablegen? Dann nimmt er einen dann, ja. Alles? Ja, alles. Wird. Und irgendwann bekommen wir einen Jellyfish und davon kriegen wir einen Slime Ball. Die sind dann da drin, oder wie? Ja, da drin sind die Fische dann, ja. Ah, okay. Cool. Brauchen wir einen Zellerfisch mit einer Angel. Hey, du hast ja gerade einen kleinen Fisch. Und schau aus, du, oder? Mhm. Okay, nice. Das geht ja gut. Ja, oder? Obwohl wir nur eine haben, aber es reicht, glaube ich. Es war cool. Ja, das war mal das Update von da unten. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen halt auch verschönert und wie gesagt schon die Farm gebaut. Und oben habe ich ein wenig unser Haus weitergebaut, was ich jetzt einmal kurz zeigen werde. Möbliert ist es noch nicht. Ich habe ein bisschen einen zweiten Stock angefangen zu bauen und eben Fenster und so weiter. Kleine Treppe. Da hinten ist eigentlich auch noch nichts. Und da oben habe ich mit dem Silverwood-Lock gebaut. Und mit den Leaves, weil ich mir gedacht habe, da hat man eigentlich eine coole Aussicht so zwischendurch. Und es ist halt leider noch nicht fertig. Aber das werde ich mal ein andermal weiterbauen und ich glaube, das wird die letzte Etage da sein und dann kommt nur noch ein Dach auf. Das wird dann passen. Und von dem Baum, den hat der Philipp irgendwo angefunden, kriegt man eben das Holz. Aber leider macht er keine Seeds, kommt mir vor, deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Hey, was ist denn da passiert? Was denn, das war natürlich. Hey, ist der Baum hinter dir gewachsen? Den habe ich gerade früher angesetzt. Ich habe 3 neue Bäume mitgebracht. Der linke da, das ist ein Giant-Baum. Geil. ist hey, da hat einen Giant, wer baut? Der Kurt Schwitzer. Der baut einen Giant. Neben uns? Mhm. Was ist, Philipp? Okay, da schaut da ist der Walnut Slapling. Ah. Für den Slapling habe ich glaube ein paar Stunden gesucht. Ich bin die ganze Map abgegangen für eine Walnuss. Mm. Die ist so selten zu finden. Das ist ein Wahnsinn. Das hat irgendwie schon jeder gewusst, dass wir das suchen. So lange haben wir das schon gesucht. So. In der Welt hat es ja schon ein bisschen was getan. Ja, da unten glaube ich, der APN, keine Ahnung genau wie er heißt, macht ein bisschen was mit Bienen. Dann da drüben ist der Shop. Das haben wir auch noch nicht erklärt, warte, können wir mal gleich reinschauen. Und das wollte ich eigentlich auch noch sagen, dass die anderen haben da schon ein Windkraftwerk gebaut. Das sieht man aus der Entfernung, wird anscheinend die Windmühle nicht geladen, aber da oben auf dem Ding ist eine Windmühle. Und die haben anscheinend dadurch schon Strom und so weiter, weil das sind ja die Techniker da drüben, alle zusammen, kann man so sagen. Das ist der Shop. Und in dem Shop kann man natürlich die Credits kriegen. Hier kann man zum Beispiel ein Stack Cobblestone gegen einen Credit eintauschen, was wir schon öfters gemacht haben.
Und dann hat man den gleich, aber das braucht jetzt so für die Nether, was wir gerne machen. Und da kann man es halt mit Stein machen, da kann man sein Holz verkaufen für 2. Und hier wollen sie halt wieder ein bisschen was und dafür kriegt man auch wiederum Credits, diesmal mehr Kohle, Eis und so weiter. Aber das würde ich jetzt eher noch nicht verkaufen. Eher Redstone ist eher cool zu verkaufen. Dort Sand wollen sie auch und hier kann man aber auch verschiedene coole Blöcke kaufen und ein Reward Bag. Da sind zufällig Items drinnen, kann schlecht und kann gut sein. Jo. Ah, da hinten bin ich gestorben, das mit der Lava, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist ziemlich weit weg. Jetzt sieht man die Windmühle, schau. Die leiten, die machen das Strom durch Wind logischerweise und leiten das dann da mit dem Ding durch, aber in seiner Base. Und unten machen sie halt irgendwas damit und das Einzige, was ich weiß, die wollen halt instant eine Rakete bauen. Ja, schauen wir mal, wie weit sie kommen, weil eigentlich sind wir eh in dem Team dabei mit. Nur, dass wir uns bis jetzt um die Rüstung kümmern, um die Terra-Steel-Rüstung. Aber das kommt erst später. Ja. Musst du mal das Öl craften? Ja, nicht. Weil mit der Walnuss, was ich gefunden habe, kann man ein Öl machen. Chooser, nice. Ja, Chooser und Walnuss. Kann man Cooking Oil machen. Ja. Und jetzt da. Ja. Kloppen bleibt da. Das ist ein Ofen. What? Und jetzt da? Hau rein. Alter, was ist denn das für ein Secret? Und da ist da unten eine? Ja, genau. Ist alles weg. Ja. Ah, Walnuss, und wie lang brennt das? Weiß ich nicht. Das ist ja nicht schlecht. Ja, aber es funktioniert mit Oil und nicht mit Kohle. Das ist gut, oder? Ja. Wenn halt die Walnüsse gut zum Abbauen sind. Ja, ich hab jetzt einen Walnussbaum gesetzt. Ja. Weil wir brauchen noch sehr, sehr viel Kartoffeln. Das haben wir bei Minecraft Sky gelernt. Ja. Ach, den Schuster könnte ich dir gar geben. Ups. Ja, da war der eine. Na, da. Und. Willst du mir noch was sagen, da? Na. Ich brauch einen Jellyfish. Jellyfish. Ja. Ich gehe jetzt da oben zu unserer Netherbordal. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe es sogar nicht ausprobiert. Wir sind da auf Bedrock-Höhe. Ich habe da eigentlich nur ein bisschen abgebaut und wollte eigentlich auf Bedrock-Höhe für unser Bordal. Ich habe da drüben Gott sei Dank Lava angefunden. Das habe ich ja abbauen können, weil ich mich beim Schmied für 6 Credits so eine coole Damaskus Steel Pickaxe gekauft habe. Der kann halt Mining Level Obsidian, damit kann ich halt Obsidian und Diamanten und alles mögliche darunter wie Redstone, Gold und Iron abbauen. Ja, und dadurch habe ich dann ein bisschen gefarmt unten, immer 6 Diamanten angefunden. Und da habe ich jetzt ein Portal gebaut und ich hoffe, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Nice. Und was wollte ich noch schnell da nicht erfinden? Netherwarze. Netherwarze. Und Netherbrick. Oh. Netherbrick, wie schaut wirklich gut. Ich bin gerade zum ersten Mal in der Nether, in dem Modpack. Schaut sehr gefährlich da aus. Deshalb baue ich da mal ein bisschen safer. Ja, Netherbrick macht man, wenn man mit dem Ofen an Netherrack verbrennt. Also ganz normal Netherrack. Mhm. Also die Dinge. Ja, genau. Ja, okay. Dann kriegt man Netherbrick. Mhm. Das ist aber mit Vanilla nicht so, oder? Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich mache da kurz einen kleinen Schutz für das Portal. Weil die Gasts sind immer sehr aggressiv. Und die zerstören ja Cobblestone, ne? Mhm. Wie kann man da eigentlich die Map sehen? Ja. Alles will nicht. Kann man da claimen? Das claim ich eigentlich jetzt nur deshalb, damit ich weiß, was Portal ist, aber eigentlich könnte ich einen Wegpunkt machen. Ah,
Das habe ich auch noch nicht gesagt. Deshalb, das haben wir ganz am Anfang gemeint, dass wir auf der Overworld sind. Hier ist das. War das. Raw Jellyfish! Ja, geil. So, dann nachdem das Spiel kurz abgestürzt ist, habe ich da jetzt noch einen Wegpunkt namens Portal gemacht. Und wollte euch kurz zeigen den Milchweg. Wir befinden uns hier auf der Overworld. Also hier. Ich klicke jetzt nicht auf, weil sonst stürzt irgendwie bei mir das Spiel ab. Da ist natürlich die Sonne und die ganzen anderen Planeten und die kann man natürlich mit der Rakete erreichen und ich hoffe, das werden wir dann nochmal machen. Bin ich schon gespannt drauf, ich habe das eigentlich selber noch nie gemacht. Ja, ich sichere da jetzt noch ein bisschen was das Portal ab und ich brauche eine Netherwarze, das heißt, ich muss eine Netherburg anfinden. Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Und wir sehen uns gleich in der Netherburg. What the fuck? Warum breitet sie das so aus? Nein, was ist das? Es geht halt echt nicht. Ja, ich hab Burg angefunden, schau. Geil. Mhm. Hey, das ist schnell gegangen. Unser Weg und es war 300 Meter weg, aber. Nice. Nice. Ich bin gerade draufgekommen, ich hab Bronze erstellt. Wie denn? Mit drei Koppern und einem Tint ich noch. Ja, hab ich ja gesagt, das kann man selber erstellen. Ja. Aber nicht gesagt, die. Ja, hab ich gesagt, das ist noch schön. Ja, ich brauch's erst jetzt. Für was brauchen wir denn? Für Zentrifuge. Ah. Da kann man Bienen warm schleudern und kriegen wir Items. Lol. Alles klar. Man muss mir kurz überlegen, wie ich da oben gehe, ein paar Meter um. Und ich hoffe nicht, dass wir Strom brauchen für Zentrifuge. Aber ich baue mal die Zentrifuge. Mach das. So. Starting case. Was hast du? Wie den Jump Shop, oder? Wie? Boom. Nice. So, ich mach da gleich einen Weg. Boom. Wo bin ich denn? Da bin ich. Hey, warum jetzt das nicht aktualisiert? Keine Ahnung. Burg. Jo. Ja, hoffentlich finden wir da. Oh, Kiste. Goldschwert, geil, 4 Attack Damage. Und das hat. 2 Herz Attack. Keine Ahnung. Hey, what? Sattel. Und Ding. Geil. Alles klar. Ein Sattel habe ich auch schon gefunden. Aber drei verschiedene Armor-Rüstungen verpiert. Ja. Kann man halt machen, gell? Mhm. Wo sind die mit der Warze versteckt? Die Brille. Das ist nicht der Brick, was du brauchst, gell? Aber. Nicht drin. Nur am Brick. Wie sonst. Oh, Protection. Und. Hey, noch einmal. Oh, okay, das war ein gutes Santa. Ich hab noch nicht so viel Kiste in einer Wurf gesehen. Ist ja gut. Oh, genau. Alles klar. Haben wir wieder. Oh, will der Irrgarten da? Mhm. Oh, das ist ja gut, oder? So, dann nochmal. Noch eine Kiste. Alter, nein, da war's. Egal. Nice. Perfekt. Ich bring mein Item, ich bin da, ist gleich vor. Ich hab was mit. Ey, oh, what? Ich schicke da eine Kiste. Ich muss da ein bisschen was zurücklassen. Ich
Ja, läuft nur so, wenn es so lang geht. Geht's. Nice. Das gefällt mir. Lava. Oh, du hast meistens so ein Ederwarzen-Ding in der Nähe. Meistens aber nur. Da sind nur alles mit Blade. No, auch nicht da. Ja, wir springen auf Peaceful, weißt du, wir sind gar keine Viecher. Ja, wir weiß, wir springen, wie ist das zum. Ein paar Tage nach spielen wir noch auf Peaceful. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber weil die, ich glaube darum, weil die Landwirte am Anfang nicht online waren. Aber mittlerweile sind immer sehr proaktiv und immer circa, egal um welche Uhrzeit, immer welche online sind. Optifine habe ich mittlerweile auch schon installiert. Jetzt können wir ein bisschen zoomen. Ist da eigentlich unser Rückgang? Ich so kann man. Oh. Ja, wie viele Netherwarzen haben wir ja schon. Willst du die anbauen oder brauchen wir nicht so viele? Ja, ich stelle mit der Rune her. Tür ist auch bauen. Brauchen wir alle. Ja, ich werde jetzt mal dann wieder zurückgehen und eine kleine Farm vielleicht bauen. So, ich bin jetzt zurück von der Nether. So, ich bin jetzt zurück von der Burg. Ich habe da ein paar schöne Items eingelagert. Wir werden uns bestimmt irgendwann noch ein Pferd holen. Und ich habe gerade eben noch hier unten Netherwart-Farm gebaut. Die funktioniert eigentlich ziemlich gut sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit Licht funktioniert. Kurz aber anscheinend. Ja, dann würde ich sagen mal danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.